Ça gueule dans ma tête, putain, si tu savais. Un cri ininterrompu, absurde, comme les flammes qui se sont élevées et les matériaux qui fument au sol. Un cri pas raisonnable, au ras des décombres. Mon choc au détail, divisé, dispersé au détail, absurde et latent, comme tout ce qu'on pourrait encore allumer, comme tout ce qu'on n'a pas encore allumé, comme tout ce qu'on pourrait faire brûler. Qui sait de quoi ont l'air les jours qui arrivent. Tiens bon. Die Performance ist auch ein wenig schmerzhaft. Tu vas pas mourir. Puis, comme, das Thema Polizeigewalt kam auf und ich wollte darüber sprechen. Beim Schreiben hatte ich Musik im Kopf. Oft ergibt etwas genau Sinn mit dem, was ich gerade schreibe. Ich schreibe Fiktion ausgehend von der Realität, nicht umgekehrt. C'est pas totalement grave si c'est un peu noyé, mais essayons de trouver, comme tu dis, un juste milieu. Je m'appelle Yati Diallo. Mein Name ist Yati Diallo und mein Buch trägt den Titel 2 Sekunden brennende Luft. Wir sind im Dynamo. Hier finden Konzerte statt, aber auch das Festival Banlieue Bleu. Wir nehmen das Format der Soundsystem-Lesung wieder auf, das wir entwickelt hatten, als das Buch herauskam. Je fais des flingues dans le ciel avec mes mains. Je suis ivre, donc je vais bien. À mes côtés, ça rit, ça hurle, ça insulte la mer au soleil. Je tangue, je me casse la gueule et je me relève, reprends la rampe déterminée comme un skater. Le reste, on verra demain avec le jour qui se lève. Das Buch handelt von einer Gruppe Kumpels. Das Thema Polizeigewalt kam auf und ich wollte darüber sprechen. Abgesehen von der Frage der Gewalt sagt es auch viel über den staatlichen Rassismus aus. Ouais, en fait, c'est vite, du coup, vous avez vraiment le son de la face. Aussi, ouais. Comme je disais avant, j'essaie de faire passer le texte devant. Mm. Et que les passages, il y a de la parole. Clochette, cora, sirène, distordue. Wie kommt es, dass du Musik in deine Texte integrierst? Bis auf wenige Ausnahmen ist es die Musik, die ich in dem Moment gehört habe oder die mir irgendwie in den Sinn kam. Ich hatte Energie zu schreiben und die Musik passte zu meinen Gedanken. Ich lasse einen Ausschnitt aus dem Lied im Buch auftauchen. Wer das Stück kennt, kommt mir ein bisschen näher. Und Leute, die es nicht kennen, entdecken es. Aber in jedem Fall ist es eine poetische Unterbrechung. Eine Pause von jemandem, der Dinge erzählt und die Situation beschreibt. Ein musikalischer Blickwinkel. Nicht alle Menschen lesen. Manche mögen oder können es nicht. Ich wünsche mir aber, dass diese Geschichte trotzdem verbreitet werden kann. Deshalb versuche ich, Auszüge aus dem Buch auf die Bühne zu bringen. Dafür muss es adaptiert und verändert werden. Ich habe Stellen umgeschrieben und sogar Passagen geschrieben, die nicht im Buch sind. Bei so einem Vorhaben muss ich Details verschieben, aktualisieren und Kleinigkeiten im Text ändern. So habe ich wirklich den Eindruck, das ist im Moment X meine Wahrheit. C'est la chanson sur laquelle Aïssa a disparu dans la fumée. C'est la chanson que n'a pas entendu Sami, dont le cœur allait bientôt cesser de battre. C'est la chanson qui n'avait pas été choisie pour passer la dernière. Im Buch kommen viele verschiedene Genres vor. Jede Menge Rap, aber auch viel Techno und ein bisschen Pop. Bis zum letzten Moment dachte ich manchmal, ich höre neue Sounds. Ich sagte mir, diese Energie steht eindeutig für Demba oder auch Anil, zwei meiner Figuren. Oh, c'est trop carré. Moi c'est bon, ouais. Pour moi c'est bon. Par là-bas, je crois. Das ist die Universität Paris 8. Heute ist der 8. März, ein wichtiges Datum. Wir eröffnen in ein paar Stunden das Festival Banlieue Bleu. Oula! Ah ouais! C'est vraiment. C'est un vrai son de système là. Sans dire? Ouais. Ok. Dis donc. Je vois ça là, genre j'ai envie de jouer de la dub de ouf. Coucou, ça va? Trop bien. Ah voilà, mais il y a ça aussi. Quoi?
Ich habe es ausgedruckt. Dann tauchte die Frage nach dem Notenständer auf. Entweder hatte ich ein Problem mit dem Mikro und musste den Kopf drehen, weil es hier drüben war. Oder ich hatte ein Problem mit dem Blatt. Das ist nicht banal, das ist gravierend. 8 Balles. Ich konnte den Text nicht vor mir haben, was eigentlich am bequemsten ist. Es muss auch anders gehen. Hier sind die palästinensische und die panafrikanische Flagge. Als würde der Rest der Welt in diesem Moment nicht existieren. Ich finde das fast peinlich, aber es ist eher ein politisches Augenzwinkern als eine Aktion. Tremble, tremble. Tremble, 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 tremble. Es ist ein Buch, das von Gewalt handelt, aber ich will sie nicht bis ins Detail beschreiben oder etwas Schönes aus ihr machen. Ich will sie nicht ästhetisieren. Es war ziemlich schwierig, sie als Fiktion zu beschreiben, die eine Wirklichkeit abbildet, ohne dabei dokumentarisch zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass 3 Minuten Musik mehr bewirken können als 250 Seiten Buch. Ich stehe mehr auf Musik als auf Literatur. Quelques heures avant le même soir maudit. Un soir d'été, en forme de soir d'été, tranquille et presque chiant. Un décor pour cette scène. Ich wollte über Orte sprechen, die ich interessant finde, die aber meiner Meinung nach stigmatisiert sind. Mir geht es nicht darum, die Wahrheit wiederzugeben. Ich will ausdrücken, dass es eigentlich viel komplexer ist. Und plötzlich ist Schönheit überall. Entre dans le parking, respire l'odeur des endroits sans soleil. Mélange d'alcool et de soft dans bouteilles d'eau de source. Fumée de clope achetée en Espagne, partage de goulot, fusion des ivresses, musique de Chicago où chacun vibre à sa singulière cadence. Sur des impacts de basse propulsés. Regarde, entre, observe. Die Medien berichten oft nur von Gewalt und Aufständen in den Vorstädten, was 13 Block als Violence Urbaine Émeute bezeichnen. Dabei passiert an diesen Orten meist gar nichts. Das war mein Ausgangspunkt. Meistens passiert nichts. Und doch greift die Polizei ein. Et puis il sait. Croit savoir que c'en est fini d'exister comme ils existent, Bach et lui, là tout de suite, devenu indésirable à punir, infiniment de trop. Et il entend, croit entendre, dans son dos qu'on presse une détente et qu'on ouvre le feu. 3 fois, il entend, croit entendre, le feu s'ouvrir. Junge Männer, die als schwarz und arabisch wahrgenommen werden, aus den Vorstädten, werden oft auf der Straße von der Polizei aufgegriffen. Es ist Belästigung, aber von Seiten der Polizei. Und ich wähle das Wort Belästigung mit Bedacht. Es gibt so viele Aussagen von Betroffenen, die alle das Gleiche berichten. Ich erlebe es auch selbst. Allein gestern wurde ich 4-mal kontrolliert. Letzte Woche wurden unsere Shishas und Klappstühle konfisziert. Man muss die Hosen runterlassen. Das kommt regelmäßig vor. Mir gefällt die Frage nach dem Begriff des öffentlichen Raums. Ist dieser Raum kostenlos? Kann man sich in ihm frei bewegen? Nach und nach stellte ich fest, ja, das kann man, aber nicht in jedem Körper. Wer als Frau, sexuelle Minderheit, schwarz, arabisch oder migrantisch wahrgenommen wird, macht im öffentlichen Raum ganz andere Erfahrungen als beispielsweise weiße Menschen. Ich bin sehr darauf bedacht, diese Geschichten nicht schlecht zu erzählen. Das ist ein heißes Thema. Über Körper zu sprechen, die rassistischer Diskriminierung ausgesetzt sind, das ist nicht neutral. Wir denken unser ganzes Leben darüber nach, wie man sagen kann, dass eine Person schwarz ist, ohne zu sagen, dass sie schwarz ist. Und die Fiktion hat mir geholfen, andere Perspektiven einzunehmen.
Surtout l'objectif, das ist das Ziel, einen kleinen Schritt von der Realität zurücktreten, um die Dinge anders zu betrachten. Das ist doch schon mal nicht schlecht. C'est pas mal.